Yo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem StirZ zu dem Channel. Oder wie wir das auch gerne nennen, ne? Wir beide, ne? Du und ich. Mach's dir gemütlich. Ja? Ich hoffe, dir geht's gut. Oder euch, je nachdem, ob ihr das jetzt zusammen guckt mit irgendwem oder auch nicht. Ja, Leute. Ein Tag nach dem Far Cry Event ist vergangen. Beziehungsweise, ich bin jetzt im. Also, ist jetzt der Folgetag. 12.15 Uhr. Mir geht es scheiße. Ich bin komplett im Arsch. Habt ihr was vorbereitet für euch? Hier sehen wir einen Tweet von mir. Von schöne Anekdote an gestern. Es war ein sehr, sehr langer Abend. Ja. Ich bin absolut im Arsch. Dieses Bild dazu. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja, Leute. Damen und Herren. Ja? Wir zocken heute zur Feier des Tages, weil ich übel im Arsch bin und auf nichts klarkomme, zocken wir heute ein Horrorspiel. Nee, ich habe dieses Spiel schon häufiger mal gesehen. Ich habe tatsächlich eine nette Mitarbeiterin aus dem Artist-Management-Team bei uns, Jana, ne? Grüße in die Kommentare, Hashtag Grüße an Anna, hat mir eine Liste zusammengestellt mit ein paar Horrorspielen, die ich spielen könnte. Und das war ganz oben. Und das kam mir direkt in den Kopf, weil ich habe das schon mal gesehen und wollte es nie so wirklich spielen, weil es für mich nie so unterhaltsam wirkte. Es wirkte für mich eher sehr moody. Aber deshalb schauen wir heute rein. Ich habe ja auch einen Teller mit einer ein Viertel Mondschnecke. Nee, irgendwie so einer, wie nennt man das, Zimtschnecke? Irgendwie so, ist ja auch egal. Aber ich würde sagen, wir füllen jetzt hier mein Getränk kurz rein und dann gehen wir rein. Ja? Auf dem Sonntag. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das ist nicht zu creepy. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel in sich hat. Es ist wohl irgendein japanisches, koreanische Entwickler-Leute gewesen. Oder sind? Hallo? Oh, was ist das denn für eine Grafik? Slept well. Okay, es ist wohl auf Japanisch. Boah, Alter, ich sehe nichts. Nee, ich schalte das mal aus. Das kann sich ja wirklich kein Mensch geben, oder? Bin ich dumm? Ja, Leute. Das ist jetzt mein Leben. Sitzen wir hier und spielen ein Spiel namens The Convenience Store. Was ist denn das hier? Ein Burggraben? Junge, wo wohnen wir denn hier? Was ist denn das für eine abgefuckte Scheiße? So. Und dann... Ist das ein Typ? Nee, oder? Doch, das ist ein Typ. Was ist das denn? Junge, das sieht aus, als hätte einfach irgendein Entwickler sein Gesicht als Foto genommen und hätte das auf so ein richtig weirdes Model gepackt. Junge, das mache ich als mein Profilbild auf Steam. Nee. Geht denn das nochmal? Warte, wir kriegen das hin, Leute. Sekunde. Ja, komm jetzt. Sei mal kurz leise. Kann man nicht hier irgendwo... Nee, Graphics. Scheiße. Kann man nicht hier irgendwo... Schnelles Snipping-Tool? Ich brauch das. Ja. Jawohl. Ja, wir müssen noch kurz warten. Hier, den brauchen wir. Jawohl. Geil. Schön auf dem Desktop. So, Desktop. Und jetzt gehe ich auf mein Steam-Profil. Profil bearbeiten. Avatar. Das ist mein Kumpel Klaus übrigens. Jetzt ist hier das Bild LOL. Jawoll! Noch ein bisschen näher ran. Und dann den hier. Schön. Ew. Speichern. Hat's gespeichert? Ja. Ja, schaut mal, wie schön. Geil. Okay, er hat mir jetzt gerade gesagt, ich soll ihm Essen bringen. Oder seine Rache wird irgendwie grausam sein oder so. Anscheinend. Da würde ich sagen, kommen wir dem einfach mal nach, wa? Ding dong!
Junge, es ist so dumm. Junge, was ist er? Das ist ja alles verflucht hier. Okay. Ja, ich will jetzt hier... Ja, ich will jetzt hier rein. Jetzt bin ich drin. Alter, wo ist seine Nase? Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe, bitte! Warte. Oh mein Gott! Das ist ja der reine Wahnsinn. Okay. Ah, okay, ich arbeite hier wohl. Alter, seine Haltung ist auch einfach episch. Okay, also wir haben hier eine Liste, die komplett nicht erkennbar ist. Ah. Ah, nice. Ich habe mich jetzt eingestempelt. Ah. Ah, okay. Also, mein einer Mitarbeiter haut jetzt gerade ab. Okay, perfekt. Also, Leute, ich glaube... Aha. Also, ich glaube, ich arbeite jetzt hier. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und ich muss mich einfach um den Laden kümmern. Mein Herr, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen, hä? Ich hab so Angst. Was zum Teufel ist das für ein Spiel? Ah. Ja, ja. Jetzt habe ich ein paar Sachen, die abgelaufen sind. Und jetzt kann ich die wegwerfen. Hier. Hier, nimm den Müll. Oh mein Gott, ich habe ihm Essen gegeben. Ja, ja. Oh ja, abkassieren. Ah, schönen guten Tag, mein Herr, ne? So, geben Sie mir eine Sekunde, ich bin sofort bei Ihnen. So, ne, Hände desinfizieren. So, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Oh, piep. Ja, guten Hunger. Ne? Viel Erfolg mit... Also, immer. Looks fine. Oh! Schönen guten Tag, mein Herr. Ich habe gerade ein Paket bekommen von ihm. Vielen lieben Dank, mein Herr. Okay, jetzt habe ich... Okay, habe ich ein Inventar? Habe ich irgendwas Inventar-like, was man... Jetzt habe ich ein Paket. Also, das Spiel sagt mir auch nicht, was ich machen soll. Auch doch hier. Ist das... Oh, eine Videokassette. Habe ich hier einen Fernseher? Ja, hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein verfluchtes Tape ist. Wetten, da sind irgendwelche Monster drauf oder der Obdachlose, der... Hä? Was ist das für ein Game? Johnny, mein Lieber. Na, was macht die Frau, hä?
Der Sohnemann, ne? Wie geht's her? I heard you reported that the doors would open on their own. Ja! Vorhin dachte ich mir, tatsächlich, vorhin dachte ich mir, hä, warum gehen denn die Türen auf? Ich bin doch gar nicht in der Nähe. Ja, Tatsache. Allein wenn er schon sagt, ich glaube nicht, dass Geister echt sind. Would you please punch in? Okay. Okay, also ich schätze mal dieses Spiel im Late Game dann. Ich schätze, im Late Game ist das Spiel, es kommen safe so Geister und so ein Shit. I saw some rats behind the store yesterday. Someone must have left the garbage in the bin open. Oh. Ich guck mal hinten, da sollen Ratten sein, ne? Ratten sind blöd, Ratten sind doof. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal durch. Das ist eine alte Dame. Ah, ich halte die Tür auf. Ich halte die Tür auf, meine Dame. Meine Dame? Ja, ich halte Ihnen mal die Tür auf, ne? So. Kommen Sie doch mal rein. Ja, ja, oh, jetzt, oh, ja. Kommen Sie mal rein. Junge Dame, immer hereinspaziert in die Judestube. Junge Dame. Ew. Aber was will sie kaufen? Jo, sie ecken an. Oh, weia. Warte mal, geht sie auf Klo? Will sie auf Klo gehen? Oder will sie sich eine von diesen schmutzigen Zeitschriften holen, ha? Huh? Junge Dame. Ah, die freut sich aber ganz schön doll. Ja, endlich kacken! Gleich hast du es, Fräulein. Nicht mehr lange. Wir müssen nur noch durchhalten. Nur noch durchhalten, dann können sie direkt auf Klo gehen. Warte, ich mach mal die Tür auf. Oder auch nicht. Jo. Jo, junge Dame, hereinspaziert. Aber müssen sie auch was kaufen gleich, ja? Müssen sie auch gleich was kaufen, okay? Meine Dame. Meint ihr, sie kommt wieder raus? Oh, ein Kunde. Oh, der ist aber sehr, sehr straight up mit Sonnenbrille und so. Yo, Johnny, alles gut bei dir? Willst du ein paar Siggis? Five cans of beer and a pack of cigar. Hurry up. Scheiße. Scheiße. Und wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Da hinten? Oh, ich habe mich gerade aufgeregt, dass er mich losschickt, ihm das Bier zu holen. Ist das hier drin? Okay, hier, mein Herr. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nur eine Bierdose. Wirklich, ich muss ihm jetzt... Ah, lol. Hier liegt das restliche Bier. Okay, dann gebe ich ihm jetzt das Bier. Nummer 3. Und die Frau ist einfach immer noch pinkeln, oder? Oder kacken, oder wie auch immer. Meint ihr, die ist gestorben da drin? Ich meine, ich kann nicht nachchecken. Die Tür kann ich nicht aufmachen, leider. Jo, mein Herr. Ich werde nicht so. So, zack. Blödes Arschloch. Hol dir dein Bier selber. Don't drink and drive. Please. Alter, hat der einen Turn gemacht. So, okay, was ist denn jetzt mit der alten Dame? Oh, sie ist draußen. Was kann ich für sie tun? Scheiße.
Speichern. Where's Ken-Kun? You know where Ken-Kun is? Junge, woher soll ich wissen, wer zum Teufel Ken-Kun ist? Sie haben ja nicht mal irgendwelche... Sie gucken seit 10 Minuten genau so. I thought I heard his voice. This was my daughter's house. Junge, das ist ein... Also, ich bin ehrlich, das ist ein... Markt. What did you do? How dare you? Ich kann halt nicht verstehen, was hier drin ist, aber... Kann ich auf Klo? Shh. Okay, die Tür geht die ganze Zeit auf und zu. Da war ein kleines Dreckskind. Okay, da war ein kleines Dreckskind. Alter. Ich höre noch Schritte, oder? Muss ich mal draußen gucken? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Raus, 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 raus. Da ist doch jemand gerade reingekommen. Er schon wieder. Good to see you again. Oh, you know, the unstoppable trend on ordering everything online. Anyway, there seems to be a package that needs to be picked up here. Oh, das hier? I guess. Das hier? Ja, bitteschön. Hau rein. Tja. Ich finde das ja schön und gut, aber ich verstehe jetzt hier gerade nicht, also... Alter, ich sehe halt nichts. Nichts. Hä? Plötzlich spawn ich wieder hier? Was ist das? Ein Regenschirm. Hat geklopft. Oh nee. Och nee, jetzt kommt noch so ein dreckiges Scheiß-Arsch. Ja, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Mann, ich hab doch keine Ahnung. Oh.
da ist ja meine Butze. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Ach, wie schön. Da sind wir. Wo ist denn mein Mitarbeiter? Der ist ja einfach gone. Na gut. So. Oh mein Gott! Oh, ich habe gerade überall am Körper Gänsehaut gehabt. Junge, selbst an meinem Asshole. Ich meine, schau ihn dir an. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und er erschreckt dich. Er hat nicht mal eine Nase. Das ist nur ein PNG auf irgendeinem Model. Ich will die Kritik jetzt nicht gegen das Spiel äußern, ne? Aber ich meine ja nur. Alter. I got you, huh? Ja, verpiss dich. Junge, was ist eigentlich mit deiner Hand los? Ist der kleine Finger oben, wird man nicht loben, oder was? Some products were missing on the shelf. Always keep the shelves full. That's our motto. So please restock by tomorrow morning. Der Manager lässt sich aber auch nie blicken, oder? Jo, ich gehe mal davon aus, dass hier hinten im Lager die ganzen Produkte stehen, I guess. Die wir... Ja, hier, zack. Ein paar Chips. Lecker. Ich glaube hier vorne, wa? Ah, ne, das sind gar keine Chips. Das ist irgendwas anderes. Hier vielleicht? Nee. Wo? Hier? Jo. Zack. Okay, nee. Alright. Dann restocken wir mal. Ja. Und hier? Oh, lecker fertig. Fertig fressen. Bisschen fertig für die Ohren. Die Tür ist einfach zu. Da ist jemand im Laden. Und ich komme nicht raus. Okay. Scheiße. Okay, also fassen wir zusammen. Da ist jemand im Laden. Ich war kurz hier eingesperrt. Und jetzt ist die Tür wieder auf. Lassen Sie mich bitte kurz die Sachen einräumen, ja? Ich erschrecke mich gerade bei jeder beschissenen Kleinigkeit. Holy shit. Wo kommen denn jetzt diese blöden Pakete hin, die ich habe? Ist irgendein Futter. Irgendein Fast-Futter. Ah, hier vielleicht, wa? Hier links? Ja, hier, glaube ich. Ja, okay. So, jetzt steht da dieser Typ. Sagen wir mal hallo. Was soll er darstellen? Ein Maler? Er ist voll mit Klecksen. Ich gehe mal davon aus, er ist einfach nach seiner Nachtschicht jetzt hier. Was will er? I'm Hamada. So there's something wrong with the air conditioning. Ah! Your boss seemed desperate in keeping the food fresh. Hate to be working this late, but he pays me well, you know. Don't mind me. I'll just quickly check the outside units and head right out. Mir ist einfach nur creepy. Also ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll. Ist er jetzt draußen auf dem Hof? Oh, lol! Da ist er! Die Absperrungen sind rechts durch. Okay, beobachten wir einfach mal, was er tut. Jetzt bin ich gespannt. Er macht halt legit nichts. Er steht halt gerade dort und schaut einfach nur das Ding an. Er kommt zurück. Junge, was ist dieses Game, ey? Es kann sich ja kein Mensch geben, ey. Oh, lach mal.
Alright. Oh. Junge Dame, hereinspaziert! In den Store der Qualen! Jo, wo wollen Sie denn hin? Warten Sie mal. Jetzt warten Sie doch mal. Jo, wollen Sie pissen oder was? Müssen Sie auf Klo pinkeln oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder. Jo. Also, ich wollte mal kaufen. Jo, jo. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Hä? Er ist aber weggefahren. Jo, ich dachte, er redet jetzt nochmal mit. Was ist mit ihr? Oh, sie gönnt sich ja richtig. Ihre ganze Hand ist voller Essen. Seht ihr das, wie gut das gemacht ist? Ich stelle mich jetzt mal in ihren Weg. Ja, dachte ich mir, sie kann einfach durch mich durchlaufen. Okay, sie müssen aber auch bezahlen, junge Dame. So, kann ich Ihnen helfen? Beep. Hey, are you the only one working here? I can't believe this. What kind of a manager puts a girl in midnight shift alone? I see you have no choice. Well, at the very last, I'll give you my protection charm. Now be careful. Was habe ich jetzt bekommen? Ein Protection Charm? Anscheinend irgendeine Voodoo-Mysterious-Sache, wa? Und jetzt chillen wir wieder, oder was, oder wie? Och nee. Och nee, och nee. Jetzt halt doch mal die Fresse, du Drecksklo. Wirklich, ich kann dich nicht gebrauchen. Junge, wer braucht? Zu welchem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte dachte sich irgendwer, yo, ist eine gute Idee mit einem automatischen Klodeckel. Das macht, also, ich meine, jeder hat eine Hand, Junge. Bitte bleib unten. Okay? Arschloch! Da hat jemand die Dosen umgeworfen. Oh, hier ist, glaube ich, die letzte Kiste und dann können wir auch Feierabend machen für heute. Alter, auch mit der Musik ist es schon echt heftig creepy. Oh, Alter, diese Dreckstür! Boah, fuck mich nicht ab, bitte. Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Sind es Zeitschriften? Nee, es ist das hier. Ah, hier oben ist die Lücke. Habe ich jetzt alles? Junge, ist das eine gruselige Dreckskacke, Mann. Ah! Ah! Was zum Teufel geht hier ab, Alter? Was ist das? Was habe ich da jetzt in der Hand? Diese Dreckstür, halt bitte dein Maul. Bitte dein Maul. Bitte, ich bitte dich um eine Sache. Halt die Fresse. Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Das ist jetzt einfach irgendeine verfluchte Scheiße auf dem Boden, wo ich weiß, dass es von einem Geist ist. Aber ich heb's einfach auf, weil ich mir denke, yo, warum eigentlich nicht, Digga? Ist ja witzig, ey, Geist und so. Toll. Kamera ist kaputt. Super. Super toll. Super. Wieder mal toll gemacht. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. So, was hat er jetzt hier gemacht? Da ist ein Schlüssel.
Da liegt ein Schlüssel. Aber den kriege ich noch nicht. Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel und ich werde mit diesem Schlüssel diese Tür aufmachen. Leute, ich bin raus. War eine geile Folge. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Ich würde mich verpissen. Ganz ehrlich, ich habe genug von dem Scheiß. Ihr wahrscheinlich auch. Also haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kein Bock mehr. Tschüssi, haut rein. Ciao, ciao. Ich bin raus. Ich chill jetzt mein Leben. Tschüssi. Ja, ciao, tschüss. Ciao, ciao.